In der Neuenrader Mehrfachsporthalle Niederheide findet am kommenden Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr die große Registrierungsaktion der DKMS statt. Letzte organisatorische Dinge wurden im Büro von Bürgermeister Klaus-Peter Sasse besprochen. Ja, ich bin sehr aufgeregt, aber ich freue mich riesig. Das wird bestimmt super, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben alles organisiert, wir haben alles soweit auf die Beine gestellt mit der Stadt Neuenrade zusammen mit vielen freiwilligen Helfern, die viele Aktionen gestartet haben, viele Vereine, Kindergärten, Schulen. Es dürfen alle kommen, das tut auch gar nicht weh. Es werden einem nur 5 Milliliter Blut aus der Armvene genommen, das ist ganz wenig. Und wenn man dann als Spender in Frage kommt, ist das auch eigentlich eine ziemlich harmlose Sache. Da kann man sich aber bei der DKMS auf der Homepage darüber informieren. Und ja, je mehr Leute sich typisieren lassen, umso größer ist das Netzwerk der potenziellen Spender gestrickt hier in der Region. Und das ist halt ganz, ganz wichtig für ganz, ganz viele Patienten, Krebspatienten. Beeindruckend, die Hilfsbereitschaft geht quer durch die Bevölkerung, vom Kindergarten über Schule bis zum Seniorenheim. Alle Vereine, alle privaten Organisationen machen mit und wollen helfen. Und jeder ist sich darüber im Klaren, dass es natürlich Mika gilt, dieses Engagement. Aber alle sollen wissen, darüber hinaus dient es ganz, ganz, ganz vielen Patienten. Je mehr Leute sich typisieren lassen, je größer ist die Chance, auch für andere, nicht nur für Mika, Hilfe zu bekommen. Und deswegen rufe ich auf, Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Kommen Sie. Fest angemeldet für den Sonntag haben sich bislang 1.000 Spender. Wir rechnen mit bis zu 3.000. Es werden aber 25 Arzthelferinnen zur Verfügung stehen, die das Blut abnehmen. Von 11 bis 17 Uhr ist das möglich. Wir bitten auch, dass nicht möglichst alle schon um 11 Uhr kommen. Versuchen Sie es über den Tag zu verteilen am besten. Es werden im Rahmen der Typisierung 5 Milliliter Blut abgenommen werden. Mehr ist es nicht. Und das wird dann entsprechend analysiert, um eben relativ schnell zu schauen, ob das möglicherweise ein Spender ist, der dann auch für Mika, das wünschen wir uns natürlich alle, in Frage käme, oder der dann eventuell auch helfen könnte einem anderen Patienten, der weltweit in entsprechenden Datenbanken gespeichert ist.